Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Lübeck. 17.19 haben wir es. Und ich habe nochmal alle Berichte der Spione, der Diplomaten, die wir hier in Europa sicher finanzieren, mir angeschaut. Sprich, ich habe hier die Statistiken geschaut und habe mir nochmal alle Truppenstärken und so weiter angeguckt. Und ich denke, ich kann mit gutem Gewissen sagen, man kann es wagen. Lasst es uns wagen. Folgende Situation. Wir haben, Brandenburg ist wie bekannt das größte, die größte Macht und das größte Problem eigentlich. Brandenburg hat 63.000 Mann unter Waffen und eine volle Manpower von 72.000 Mann. Preußen hingegen hat nur diese 51.000 und eine Manpower von 56.000. Okay. Was mich überrascht hat, ist, dass die Niederlande derzeit relativ schwach aufgestellt sind. Sie haben nur 20.000 oder ein bisschen über 20.000 gerade unter Waffen, 24.000 und eine relativ geringe Manpower. Gut, wir wissen, die Holländer, die können dann unendliche Söldner raushauen, aber es ist durchaus eine Situation, die man vielleicht ausnutzen könnte. So, und die Dänen haben ihre 20.000. Wir haben mindestens genauso viele Leute in der Hoffnung, dass die hier alle brav mitmarschieren werden und dass die Preußen sehr schnell beim Kriegsausbruch hier in Richtung Brandenburg marschieren werden. Würde ich es wagen? Ich würde es wagen. Wir machen ein paar Vorbereitungsschritte. Bis dahin, wir werden mal einen neuen Berater etablieren. Nicht mehr Verstärkungsrate. Interessiert uns jetzt, sondern wir werden Konrad Meyer nehmen, Disziplin plus 5%. Der wird hier reinkommen. Dann werden wir den Unterhalt natürlich erhöhen. Wir werden unsere Flotten aus der Stilllegung holen. So. Dann werden wir... Warte mal, ich sag schon mal den Untertanen Bescheid, dass sie bitte... Ja, unterstützend, genau. Das sollen sie bleiben. Und wir werden was machen, was ich selten einsetze, aber vielleicht jetzt sinnvoll ist. Wir werden ihnen hier sagen, achso, wir brauchen erstmal, oder nee, brauchen wir das überhaupt? Genau, ich will ihnen nämlich sagen, dass sie quasi sich auf die Mobilmachung vorbereiten sollen. Wir haben zwar dann keine 10 Gefallen, obwohl, warte mal, das ist das Entscheidende, ne? Wir brauchen 10 Gefallen, sonst geht es gar nicht los, auch wenn wir ihnen Land geben, ne? Wie war das noch gleich? Wir können das aber mit Münster machen. Da haben wir nämlich 20. Dann können sie sich schon mal vorbereiten auf diesen Krieg. Hier weiß ich jetzt nicht mehr genau. Braucht man mindestens 10, damit sie überhaupt dabei sind? Oder sind sie dabei... Aber wir können das jetzt... Ah doch, hier können wir es gucken. Tja, ich weiß gar nicht, ob man braucht, glaube ich, dieses Minimum an 10 Gefallen, damit sie überhaupt dabei sind, ne? Dann bringt das vermutlich nichts. Ich sehe aber gerade hier, das ist ja auch ein interessanter Modifikator, den kannte ich noch gar nicht, plus 20 für den Krieg vorbereitet. Das ist natürlich gut zu wissen, also wenn man wirklich gut steht mit jemandem, sollte man das nutzen. Okay, gut, dann... Warten wir mal ab, bis die Moral oben ist. Nein! Unsere militärischen Rekrutierungsbemühungen wurden von einer ausländischen Macht sabotiert. Das kommt ja jetzt wirklich im schlechtesten Moment. Na gut, wir haben volle Manpower. Aber trotzdem. Das wird ja nicht so bleiben mit der Manpower. Wartet mal. Brandenburg minus 5. Das steigt leider auch nicht an. Sonst würde ich sagen, wir warten jetzt noch. Ah, wir haben unsere Mission erfüllt, glaube ich, ne? Den können wir abberufen. Und wir bekommen Prestige und diplomatische Macht. Immerhin. Ändert sich hier was? Ne, es bleibt bei 5. Okay. Wie sieht es jetzt aus mit unseren Flotten? 61 und 85. Das müssen wir auf jeden Fall noch abwarten. Bevor es losgeht. Die Münsteraner haben auch schon wieder 18.000. Sehr schön. Die Preußen 52.000. Naja.
Okay. Wann hatten wir das eigentlich Ihnen gesagt mit der Vorbereitung? Können wir uns das mal angucken? 2. März 1720. So lange haben wir Zeit, um das jetzt durchzuziehen. Gut, Dezember 1719. Die Flotten scheinen auf voller Stärke zu sein. Oh ja. Und hier haben wir gleich die 20.000. Hervorragend. Ja. Was ich gerne machen würde, ist Folgendes. Wir haben ja das Problem, dass aufgrund des Bugs wir hier nicht rüber marschieren können. Egal, was wir tun, auch wenn wir hier die Flottenhoheit haben. Aber vielleicht kann man in so einer Nacht- und Nebelaktion direkt mal von Holstein aus 2.000 Mann dort platzieren, die dann möglicherweise die Inseln besetzen. Könnte man probieren. Wir werden jetzt auch unsere Handelsflotte, die werden wir jetzt nach Hause schicken. Und unsere Kriegsflotte soll auslaufen und sich da mit denen verbünden. Okay, Leute. Ist der Moment gekommen? Ist das eine kluge Entscheidung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt deutlich langsamer machen. Puh. Und dann Krieg erklären. Wie gesagt, eigentlich geht es gegen die Niederlande. Aber mein Plan ist, möglichst sofort die Dänen hier auszuschalten, die 20.000. In der Hoffnung, dass die hier mitmarschieren, müssten wir einigermaßen verteidigungsbereit sein, wenn die Brandenburger zu uns kommen. Ja, und dann wollen wir sehen, was die Preußen tun. Die müssten dann relativ schnell hier dazu marschieren und dann können wir vielleicht eine erfolgreiche Schlacht schlagen und ich hoffe, dass die Münsteraner so lange die Holländer in Schach halten. Das ist so ein bisschen der Plan. Gut wäre es auch, wenn wir Westjütland möglichst schnell erobern, weil das ist das Kriegsziel und die, wie gesagt, die Dänen müssen ja aus dem Spiel, die dürfen da ja nicht noch irgendwie was nachproduzieren. So, was nehmen wir denn als? Wir könnten natürlich auch Schleswig nehmen. Macht das Sinn? So einen Eroberungskriegsgrund zu nehmen oder ist Hauptstadt besser? Von den Kosten ist es egal, weil wir sowieso nichts von Dänemark wollen. Allerdings ist das dann auch leichter zurückzuerobern, wenn man das geschafft hat zu erobern, ne? Wisst ihr was? Ich riskiere das mal und mache Imperialismus als Kriegsgrund. So, Münster und Preußen kommen mit rein. Wir nutzen unsere 10 Gefälligkeiten. Das klicken wir natürlich nicht an, weil wir es ansonsten mit den Verbündeten der Niederlande zu tun haben. Und wir bestätigen das Ganze. Oh Gott, Leute. So. Unsere Partner sind natürlich mit drin. Und jetzt ist die Frage, warten wir noch, bis sie bei uns sind? Wäre ganz gut, glaube ich, ne? Könnt ihr bitte kommen? Ah, so. Münster hat geehrt. Brandenburg auch. Preußen natürlich. Und? Ah! Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Wir können gleich zwei Schiffe erledigen und hier gleich eine dänische Flotte. Sehr schön. Und bewegen sich hier unsere Freunde? Nein, sie bewegen sich nicht. Dann müssen wir jetzt erstmal alleine starten. Gibt es hier noch was Besseres einzustellen? Aggressiv, passiv, defensiv, Belagerung? Nee. Ja, Leute, dann befehlen wir den Angriff. Ach nee, wir wollten auch noch 2.000 Mann hier abkoppeln. Können wir das vor der Schlacht wagen? Ich glaube, wir schlagen erstmal die Schlacht und dann machen wir das. So, dann geht's los. 9. Januar. Erstmal haben wir eine holländische Flotte zerstört. Sehr schön. Ah ja, die kommen schon mal, die Sachsen-Lauenburger. Sehr schön. Die Frage ist, was machen die Preußen? Die marschieren schon mal in die richtige Richtung. Das ist gut. Was machen sie? Die bleiben da stehen. Naja. So, kommt es zur Schlacht? 9. Januar. Ja. So, wir haben auch das gewonnen. Jetzt müssen wir bloß aufpassen,
falls hier die holländische Flotte ankommt, die uns überlegen. Das ist das altbekannte Thema. So, mal gucken, wie diese erste Schlacht laufen wird. Wir haben leider hier den Malus. Florian Lieb hat aber einen besseren Fernkampfwert und die Sachsen-Lauenburger kommen auch gleich und die Mecklenburger haben sich jetzt auch endlich in Bewegung gesetzt. Sehr schön. Okay, das beginnt. Oh, verdammt, jetzt hat er einen ganz guten Moment erwischt. Haben wir eigentlich bei der Flotte... Warte mal. Haben wir da Anschluss erlauben? Ja, haben wir. So, aber ich denke, das wird trotzdem ein ziemlich eindeutiger Sieg hier werden. Okay, die Preußen heuern Regimente an, das ist gut. Ja, wir verlieren aber auch einiges. Schlecht. Die Brandenburger ziehen jetzt wieder ab. Na gut, 6000 Mann verloren, der Gegner 10.000. Hätte besser laufen können, hätte auch schlechter laufen können. Okay. Die belagern hier schon mal holländische Festung, das ist gut. Die Frage ist, was machen die Preußen? Wo ist die andere brandenburgische Armee? Das ist die große Frage. Was ist jetzt das Klügste, den hinterher zu laufen? Oder hier erstmal zu belagern? Ich würde sagen, wir müssen erstmal die Dänen da erledigen. Das scheint mir jetzt doch besser zu sein. So, wir werden aber jetzt hier das tun, was ich vorhatte. Wir werden jetzt einfach mal hier zwei kleine Einheiten nehmen, die wir dann auf die Schiffe bringen. Und mit den anderen marschieren wir weiter. Okay. So, rauf auf die Schiffe. Und dann wollen wir sehen, ob wir da rüberkommen. Hier kommen wir ja erstmal nicht weiter. Hier müssen wir belagern, genau. Und dann können wir die Armee vernichten. Ja. Da kommen die Brandenburger an. Was machen die da? Die ziehen nach Lauenburg. Sollten wir vielleicht doch nach unten ziehen? Hier möglicherweise nur eine Belagerungsarmee lassen? Ziehen auf Wismar. Nein. Nach Lauenburg. Ah, die können sich nicht entscheiden, wo sie belagern. Okay. Gut, jetzt haben wir Unzufriedenheit unter den Handwerkern. Auch das noch. Konflikte und Proteste über Steuern, Firmen, Handel und Zölle und so weiter. Ich denke mal, in dieser Situation... Ja. Ich glaube, er möchte keinen Konflikt jetzt wagen. Deswegen wird er lieber eine Steuer abschaffen. Wir verlieren dadurch viel Geld, aber bloß jetzt nicht hier Unruhe an der Heimatfront. So, die Preußen, was machen die? Okay, die beschäftigen sich hier irgendwie gegenseitig. Das ist schon nicht schlecht. Münster belagert, das ist auch gut. Und die belagern auch. Und die können sich nicht entscheiden. Und hier haben wir schon minus 7%. Das ist doch okay. Ich finde es jetzt ganz gut, wenn die Mecklenburger mal hier bleiben könnten. Und nicht dorthin gehen würden. Na toll. Genau das meinte ich. Was machen denn jetzt die Salzburger und so? Was ist denn das jetzt für ein Konflikt? Warum marschieren die denn hier oben hin? Ach, Dänemark ist selbst... auch im Krieg. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Na toll. Nee, dann müssen wir, glaube ich, schnell mal Schleswig besetzen, bevor die das tun und uns hier Kriegspunkte wegnehmen. Das wäre äußerst ungünstig. Gut, dann würde ich sagen, warten wir jetzt wirklich erstmal die Belagerung ab. Auch wenn es Manpower kostet, es hilft nichts, wir machen das. So,
Wir haben aber jetzt hier unsere zwei Leute. Kann ich da eigentlich auch nur einen rausnehmen? Nee, ne? Aber vielleicht kann er von dort nach dort gehen. Mal gucken. Das könnte funktionieren. Okay. Hier haben wir jetzt die 63.000 Brandenburger. Die sind eine wirkliche Gefahr. Aber die Preußen sind auch schon aktiv. Das gefällt mir. Und das sind die 20.000 angeheuerte Söldner. Hervorragend. Okay, im Moment. Es gab zwar noch keine richtig entscheidende Schlacht, aber im Moment bewegen sich zumindest die Verbündeten ganz gut. Können wir einigermaßen zufrieden sein. So, wir haben Schleswig besetzt. Da kommen jetzt die Brandenburger mit 40.000 Mann. Und hier kämpft die Mecklenburger Flotte. Und da haben wir die holländische Flotte, die sich gar nicht einmischt. Na gut, wir können ja überhaupt hier mal auf den Vergleich gucken. 19 zu 7, 35 zu 49. Also mit den leichten Schiffen sind wir vorne. Aber wir kriegen die leider ja nie zusammen. Und 24 Galeeren, preußische Galeeren. Das ist auch zu beachten. Ja, also zahlenmäßig liegen wir vorne. Zahlenmäßig sieht es gut aus. Jetzt müssen wir bloß einfach die Truppen vernünftig zusammenhalten. Okay. Dann würde ich sagen, ist fast schon der Moment gekommen, wo wir jetzt hier reinknallen. Das machen wir mal auch ohne die 22.000. Wir halten nämlich dann jetzt schon das Kriegsziel. Und sie drehen bei. Okay, sehr gut. Die kommen hoffentlich gleich. Jawohl, da sind sie. Und die Schlacht ist gewonnen und die dänische Armee ist damit vernichtet. Gut, erstes kleines Kriegsziel erreicht. Hervorragend. Die Leute sind hier auch. Das heißt, sie können auch das besetzen. Dann macht uns das auch keinen Ärger mehr. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Gemeinsam mit den Preußen hier vielleicht gegen die Brandenburger oder lieber gegen die Holländer? Naja, erstmal müssen wir das da oben besetzen. Ja, müssen wir leider jetzt mal kurz abwarten. Okay, Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Aber das sollte bei uns überhaupt kein Problem sein. Da haben sie aber wirklich jetzt den Falschen erwischt. Oh, und hier kommt es zur ersten Schlacht. Hervorragend, sieht ja ganz gut aus. Gut, wir haben Lolland besetzt. Sehr schön. Und weitere zwei Schiffe der Dänen vernichtet. Und es scheint mir fast so, als würden die Preußen hier gegen die Brandenburger zu gewinnen. Das ist hervorragend. So, können wir jetzt hier hin marschieren? Das geht, von der Seite aus geht's. Das ist ja gut. Gut, das sollte dann auch bald 100% sein. Jetzt ist die Frage, können wir hier nachsetzen? Vermutlich behindern uns dann die Festungen, aber es ist doch jetzt, mir scheint es jetzt doch wasch klüger zu sein, erstmal die Brandenburger möglicherweise hier rauszunehmen. Deswegen marschieren wir südwärts. Vielleicht können wir ja doch die Armee jetzt irgendwie schlagen. So, auf jeden Fall haben die Preußen gewonnen. Das ist hervorragend. Das ist hervorragend. Das heißt, wir bringen jetzt unsere Hauptarmee auch nach Süden. Immer mal einen Blick auf die gegnerische Flotte. Hier sind 16 Schiffe, 16 leichte Schiffe. Und hier auch. Ja, ich würde mal sagen, wir bleiben hier. Was ist denn das für eine Schlacht hier? Wo kommen bitte hier noch Truppen her? Am 16. Dezember? Die sind doch gewiped worden. Wo kommen jetzt hier neue Truppen? Wieso 16. Dezember überhaupt? Was ist das für ein absurder Kram? Ich glaube, das ist wieder buggy. Und Bornholm dürfen wir diesmal auch nicht vergessen. Das ist ja auch noch dänisch. Beziehungsweise hier ist das auch noch dänisch. Das ist auch noch dänisch. Aber da kommen wir nicht hin, wegen der holländischen Flotte. Na gut, also das können wir ignorieren. Wir schauen jetzt mal ganz gebannt, wo jetzt die Brandenburger sich
hin verdrücken. Okay. Okay, Venedig ist gezwungen, Allianz mit Österreich aufzulösen. So. Die marschieren jetzt nach Lüneburg. Sehr schön, da sind wir auch. Wir werden mal schnell den Anführer wechseln. Der wird im Eiltempo dorthin gebracht. Wohin fliehen die denn, meine Güte? Okay, das ist dieser andere Krieg, der uns im Moment nicht interessiert. Aber hier, diese Armee, 28.000, die müsste man noch erledigen können. Oder wir erledigen lieber die hier. Die ziehen sich dorthin zurück. Schwere Entscheidung. Wieso dürfen die nach Heuer und wir nicht? Hä? Das ist unverständlich. Das dürfte normalerweise gar nicht sein. Hm. Okay, Leute. Gut. Also der Auftakt ist gelungen, würde ich sagen. Merkwürdig, was ich wirklich merkwürdig finde, wo ist die Armee der Niederlande? Die haben doch eigentlich eine recht große Armee. Können wir uns mal angucken. Hier 12.000, 6.000, 7.000. Also die haben 25.000 Mann irgendwo. Aber wo sind die? Die vermissen wir noch. Ja, und das ist auch noch ein bisschen... Aber es sieht ja ganz gut aus. Die Preußen holen ordentlich Nachschub ran. Sie belagern Berlin, haben schon minus 7%. Die Brandenburger haben sich aufgeteilt. Insofern, ja, vielleicht war das tatsächlich der richtige Moment, jetzt loszuschlagen. Also, es bleibt spannend. Wir werden sehen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.